An euch, und zwar fahre ich jetzt gleich in den Stall. Genau, mein Plan für heute ist eigentlich, euch mal grob den Stall zu zeigen, wie unsere Pferde da so bewegt werden, nachdem es ja ein Aktivstall ist. Genau, da wollte ich euch einfach mal mitnehmen, und ich fahre jetzt erstmal in den Stall und melde mich dann, wenn ich im Stall bin, wieder bei euch. Bis gleich! Gerade im Stall angekommen, habe schon mal das Foto, was ich noch mitgebracht habe, im Hänger verstaut, und werde jetzt gleich mal nach den Pferden schauen, und dann melde ich mich noch mal bei euch. So, hier seht ihr dann einmal unsere Sattelkammer. Ich habe euch das einfach mal ein bisschen grob in Kurzaufnahme gefilmt, dass ihr mal einen kurzen Überblick bekommt, und da hat einfach jeder seinen eigenen Schrank. Genau. So, jetzt bin ich einmal rausgelaufen in den Stall, um euch mal grob so ein bisschen Überblick zu geben. Hier hinten seht ihr einmal die Liegehalle, wo sich die Pferde zum Schlafen hinlegen können oder eben, wenn es regnet, unterstellen können. Genau, also es sind alle Wege offen momentan. Wir haben hier eben solche Tore, die man verschließen kann. Die Pferde haben einen Sensor, und je nachdem kann man entscheiden, in welchen Heubereich das Pferd darf. Hier habt ihr gerade unseren Futterautomaten gesehen, und da bin ich dann auch schon zu meinem Pferd gelaufen, um sie zu begrüßen. Hallo. Hallo, Schnuppi. Hallo. Guck mal. Hübschen Maus. Kann man lachen? So, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg vom Stall, beziehungsweise fahre gleich am Stall los. Ich habe versucht, euch so gut wie es geht ein bisschen mitzunehmen, beziehungsweise euch einfach mal grob den Stall zu zeigen. Das ging heute leider nicht so gut, weil relativ viel los war bei unserem Stall. Deswegen wollte ich jetzt die anderen Leute nicht mitfilmen und konnte euch deswegen nur ein bisschen mitnehmen. Aber ihr habt wenigstens, hoffe ich mal, einen kleinen Einblick von unserem Stall bekommen. Genau, und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich freue mich drauf, wenn ihr einschaltet. Macht's gut!